herzlich willkommen zum Podcast Vorhang zu, Ohren auf. Direkt aus der Komödie Winterhuder Fährhaus. Mit mir, der Theaterleiterin Britta Duhr und meinen Gästen. Dieser Podcast ist für alle, die schon immer mal hören wollten, was auf und hinter der Bühne so alles gesagt wird, wenn der Vorhang zu ist. Also, Vorhang zu, Ohren auf. Dieses Mal treffe ich mich mit dem Begründer der Komödie Winterhuder Fährhaus, Jürgen Wölfer. Wir sprechen unter anderem darüber, wie es überhaupt dazu kam, dass in Hamburg ein neues Privattheater gebaut wurde, wo man in unserem Theatersaal einen venezianischen Sternenhimmel finden könnte und vieles, vieles mehr. Seien Sie gespannt. Erstmal schön, dass du da bist, Jürgen. Ich würde sagen, fangen wir mal mit der Vergangenheit an. mit dem, wir sitzen ja jetzt hier im Stellwerk in der Komödie und schauen auf die leere Bühne. Da sind ja die Söhne Hamburgs heute Abend drauf. Darum steht da jetzt erstmal nur ein Klavier und nichts anderes, schwarz abgehangen alles. Wie kamst du zur Komödie? Beziehungsweise wie kam das Gebäude, das Winterhuder Fährhaus eigentlich zu dir? Wie kam es dazu? Ich war in München in einer Premiere, die ich komischerweise inszeniert habe, obgleich es gar nicht mein Theater war. Und es war ein großer Erfolg. Und nach der Premiere sitzt man ja meist noch zusammen. Und da kam eine Frau, die hieß Evelyn Hake, stellte sich vor und sagte, sie ist Choreografin in Hamburg. Und sie findet es so toll, was ich da immer in München mache. Warum gibt's sowas nicht in Hamburg? Und ich habe aus Spaß gesagt, besorgen Sie mir ein Theater in Hamburg und es gibt es in Hamburg. Und das hat die ernst genommen. Mit einmal kriegte ich dauernd Angebote von alten Postgebäuden, die leer standen, woraus man angeblich ein Theater machen konnte und so weiter und noch viel mehr. Ich kriegte dauernd Angebote von Immobilien, woraus man Theater machen könnte. Aber es ist natürlich alles nichts geworden. Weil ich hatte damals zu der Zeit auch mich da noch beschäftigt damit, ein Theater in Zürich zu bauen und hatte eigentlich genug in Berlin zu tun. Und weil ich auch sehr viel inszenierte woanders. Also ist es nichts geworden. Eines Tages rief aber Frau Hake wieder an und sagte, jetzt habe ich aber das Theater, das ist praktisch schon ein Theater. Und dann habe ich gesagt, was nun, ist es eins oder ist es nicht? Nein, es ist im Augenblick noch nichts, aber das, was da steht, wird abgerissen. Und die wissen nicht, was sie da hinbauen sollen. Und das ist, weil das berühmte Winterhuder Fährhaus. Und das muss abgerissen werden, weil das auf schwammigem Boden gebaut ist. Und es muss aber wieder etwas gebaut werden für Publikum. Mhm. Zwar eigentlich kein Theater, sondern so eine Versammlungsstätte. Begegnungsstätte. Mhm. Und die sind höchst interessiert, dich kennenzulernen. Ja, und da habe ich gesagt, na gut, dann komme ich mal nach Hamburg. Ich bin sowieso gerne in Hamburg, weil ich bin da aufgewachsen und so. Und dann bin ich hierher gefahren oder damals noch geflogen. Und Herr Spranger, der Bauherr hier, hat mich abgeholt vom Flughafen und hat gesagt, wir fahren mal gleich zum Architekten, weil wir sind praktisch schon mittendrin und die Gründung ist schon gemacht worden, weil da müssen Pfähle da versenkt werden und die sind schon drin. Und das sind Betonpfähle, ne? 90? Wie viele Betonpfähle, weißt du das noch? Ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß, dass es viele sind und dass sie nötig waren und dass das eine Schwierigkeit natürlich war, weil man nicht mehr auf den Boden konnte, weil es sehr weich war. Also man konnte nur was bauen, wo man diese Pfähle, die jetzt schon versenkt wurden, benutzt. Und die waren natürlich für was anderes gemacht. Zwar auch für eine Versammlungsstätte, aber das war so ein Quadrat mit einem Rang ringsherum, Dinge oft gemacht werden. Und das ist natürlich für Theater nicht sehr gut. Na, jedenfalls ging ich da hin und da waren eine Menge Architekten und die waren nun gespannt, was ich sagen würde. Aber ich merkte auch, alle waren eigentlich ein bisschen dagegen eingestellt, dass das ein Theater wäre. Und alle sagten, das geht nicht, ein Theater. Und da ich ja vom Privattheater bin, da habe ich als erstes gesagt, das geht nicht, gibt es beim Theater nicht.
Es fragt sich, mit welchen Schwierigkeiten und was für die Kosten das sind, um es doch gehen zu machen. Und außerdem habe ich dann noch erzählt, was auch stimmte. Ich wollte eigentlich mal Architekt werden. Deswegen interessiert mich das auch, ob das nicht doch geht. An den Wänden waren die Pläne und auch etwas, wo man dran zeichnen kann. Und da habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, verstehe nicht ganz, wenn ringsherum ein Balkon ist, warum der nicht auch an drei Seiten sein kann. Und man einfach den einen weglässt und das, was da ist, ein bisschen schräg absenkt. Das müsste man doch untersuchen können, ob das nicht die gleiche Tragfähigkeit haben könnte. Und alle haben sich gesagt, was die Laien sich vorstellen und so. Es war natürlich alles. Und dann haben sie ein bisschen rumgezeichnet, da diese Dings da. Und wenn das so wäre, vielleicht geht es dann und so weiter. Aber es war kein, bin nicht sehr gut durchgedrungen, muss ich sagen. Bin ja auch ein Laie. Aber mit einmal meldete sich aus dem Hintergrund ein kleiner, smarter Mann. Das war Peter Schweger, wie sich herausstellte. Und der die ganze Zeit zugehört hatte und sagte mit einmal, Herr Wölf hat recht, das müsste gehen. Und kam nach vorne und zeichnete ein bisschen schöner als ich. und so war der Anfang gemacht, dass das vielleicht geht. Es mussten natürlich auch noch Genehmigungen und was nicht alles gemacht werden. So einfach war das nicht. Aber es war wenigstens der Anfang gemacht. Und dann war natürlich auch die Bürgerschaft in Hamburg sehr dagegen. Die Theater in Hamburg liefen Sturm, weil wir hatten sehr viele Gastspiele auch von Berlin hier in Hamburg gemacht, immer im Operettenhaus und im Ernst-Deutsch-Theater und wo nicht überall. Aber das lief immer ganz toll, was hier gemacht war. Und davor hatten die anderen Privattheater besonders Angst davor, wenn wir da hinkämen, und sind der Sturm dagegen gelaufen. Der Bühnenverein hat gesagt, wir kommen aber nicht in den Hamburger Bühnenverein. Und da habe ich gesagt, wieso nicht? Mein Vater ist der Gründer vom Hamburger Bühnenverein oder Mitgründer vom Hamburger Bühnenverein. Also kann man, was für einen Grund gibt es? Außerdem sind wir doch in der Demokratie. Man kann nicht einfach sagen, der kommt nicht rein. Naja, aber das waren so alles so vorher. Und dann kam natürlich, wie finanziert man das? Und ich habe gesagt, ich habe kein Geld, das muss schon Spranger machen. Und Will war da, es war Will und Spranger damals. Und die waren aber auch daran interessiert und so wurde das gemacht. Natürlich, das merkt man ja heute auch sehr, ihr merkt das besonders, sehr musste gespart werden und vor allen Dingen auch mit dem Platz. Ja, es gibt. Es war schon ziemlich eng überall. Aber auch das haben wir damit ist man im Privattheater ja auch gewohnt, damit umzugehen. Viele sagen immer, das geht gar nicht. Und mit ein bisschen Willen geht es doch. Und oft hat es auch viel Charme, wenn man so improvisiert und das so machen könnte. Und da ich immer sehr interessiert war, dass möglichst der Zuschauerraum verhältnismäßig groß ist, im Gegensatz zu der Technik, Entschuldigung, hinten ist die Bühne sehr klein geworden und auch was darum ist. Und ja, es gibt ja gar keine Nebenbühne, sowas gibt es ja alles gar nicht, was ja, man und sieht. Auch sonst so, dass es ist wenig Platz, ja. Aber dafür ist immer eine Reihe mehr gekommen. Und eigentlich sollte es ja nur knapp 500 Plätze haben und zum Schluss hat es 580. Das aber mit sehr viel Hängen und Würgen ist das immer durchgesetzt worden. Ja, so war das. Ja, und dann kannst du uns aber auch noch mal erzählen, wenn du nach links schaust, diese ganzen wunderbaren Spiegel, die oben an der Decke im Zuschauerraum hängen, der venezianische Sternenhimmel. Ja. Wie kam es dazu? Ja, und wer hat sich das ausgedacht? Das hat sich Herr Schweger ausgedacht. Mhm. Im Verein mit dem Lichtdesigner, der in Innsbruck lebte und war damals völlig innen, überall, wo es, besonders in Hamburg, aber auch woanders auf der Welt, wo teure Sachen gebaut wurden, da hatte der, Bartenbach hieß er,
hatte er seine Hände im Spiel gehabt und hat immer was Neues erfunden, wie er das machen kann. Und er hat behauptet, dass er könnte, ohne dass die Lichtquellen oben an der Decke sind, das so machen, dass es wirkt wie ein Sternhimmel. Und zwar wollte er, es ist auch ein bisschen anders geworden, als er es gesagt hat, er wollte von unten Strahler, oben wollte er Spiegel hinhängen. Mhm. Hat er gemacht. Und die Decke schwarz abgehängt. Mhm. Und dann war ein großer Streit, vor allen Dingen von mir und Herrn Bartenbach. Weil ich behauptet habe, das glaube ich ihm nicht, obgleich er sagte natürlich, ich bin der Fachmann und ich sehe. Und ich habe das schon so oft gemacht und ich kann Ihnen das beweisen. Und dass das geht, dass so dass er den Lichtstrahl so bündeln kann, dass der nicht streut, sondern wirklich so dahin geht. Und er hat gesagt, also vielleicht ist ja die Zeit so weit fortgeschritten, als ich noch in der Schule war, konnte man das mit Licht nicht machen. Vielleicht kann man das ja inzwischen, aber das glaube ich eigentlich nicht. Und wir haben ziemlich gestritten und dann hat er uns eingeladen nach Innsbruck und wir sind zu fünft nach Innsbruck gefahren und haben uns das angeguckt, wie er das macht. Und da gibt es auch so einen venezianischen Sternhimmel wie hier? Nein. Das war ja die Überraschung. Wir kamen da an und dachten, nein, es ist gut, er wollte ja theoretisch das haben. Ja, ja. Und wollte uns das zeigen. Und wir kamen da an und sagten, ja, Entschuldigung, ich muss Sie leider enttäuschen. Dieses Ding ist ausgefallen, was ich Ihnen demonstrieren wollte. Und er konnte es uns gar nicht zeigen. Aha. Naja, und dann wart ihr in Innsbruck. Dann waren wir in Innsbruck, sind wir zurückgefahren. Das war Herr Schweger, Herr Spranger. Oh Gott. Weiß nicht, ob Herr Wüll auch dabei war. Noch ganze ein paar Delegation. Leute. Ja. Mhm. Und ja, schade. Ich, glaube ich. Ja. Dass es ausgefallen ist. Ja, aber leider ist die Sache nicht ausgefallen. Mhm. Okay. Und dann schließlich, als es fertig war, das Ganze, weil Schweger hat auch darauf bestanden, es stellte sich heraus, funktioniert wirklich nicht. Man sieht keinen Sternenhimmel. Und dann habe ich gesagt, also weil die Innenausbau sollte ich ja bezahlen, habe ich gesagt, das zahle ich nicht. Ich habe von Anfang an gesagt, das funktioniert nicht. Haben wir uns auch ein bisschen gestritten. Gott sei Dank nicht vor Gericht, weil es war so offensichtlich, dass er keine Schuld hatte. Also wir haben es nicht bezahlt. Ja. So kam es zu unserem venezianischen Sternenhimmel. Ja. Das Stück, was ich ausgesucht hatte, weil ich dachte, das ist für Hamburg gut, von so einem englischen Autor, der nie in Deutschland ankommt. Also ich habe gedacht, die Hamburger verstehen den englischen Humor. Das stimmt aber nicht. Das war Stürmische Überfahrt, ja, oder? Ja, Stürmische Überfahrt. Außerdem der Titel dachte ich, das müsste auch was Tolles sein. Aber es kam überhaupt nicht an. Nee, leider. Aber in Hannover. In Hannover war es ein Riesenerfolg vorher. Tja, ich weiß jetzt nicht genau, was das über Hannover aussagt und über Hamburg. Weiß auch nicht. Ja. Stürmische Überfahrt war ja ein Flop. Und man sagt ja aber auch immer noch, finde ich, so in Theaterkreisen ein bisschen, wenn die Vorpremiere nicht so gut war, dann hat man eine gute Chance darauf, dass die Premiere sehr gut wird. Und ich sehe das ja immer jetzt so rückwirkend so, dass die Stürmische Überfahrt war die Vorpremiere quasi, das gesamte Stück. Das kam jetzt nicht so ganz toll an, aber danach ging es ja nur noch steil bergauf hier, ne? Also ja, mit dem einen oder anderen. Es war einfach die falsche Wahl, das Stück. Das war in England überall ein Riesenerfolg. In Deutschland nie. Wie kam die Komödie zu Herrn Mares, beziehungsweise du zu Herrn Mares? Weil er war ja Finanzsenator, in der Finanzbehörde hat er gearbeitet. Und dann ist er in der Staatsoper gewesen. Aber und da hast du ihn hast du ihn kennengelernt? Ja. Weil ich habe gesucht, er hatte ja ein Renommee in Hamburg. Und ich habe gesucht, das Gespräch mit Herrn Mares damals, als die Vorbereitung hier auf die Komödie. Und mir war natürlich klar, dass ich, wenn ich in Berlin zwei Theater habe und dann auch noch so viel Regie dazu mache, dass ich nicht gleichzeitig in Hamburg ein Theater leiten kann. Oder jedenfalls nicht voll. Und wo findet man jemanden? Ja, Internet gab es ja nicht. Ja, außerdem, das muss ja jemand sein, der
erstmal so was kann, sage ich jetzt blöderweise mal, und der dafür in Frage kommt, auch, dass man auch zusammenarbeiten kann. Nicht? Es ist ja alles nicht so einfach. Ganz davon abgesehen, dass wir ja kein Staatstheater haben. Da gibt es viele Leute, die in Frage kommen. Aber Privattheater ist ja, wie du sicher auch gemerkt hast, was völlig anderes. Und da gibt es, damals gab es ja noch weniger. Gab es eigentlich gar nicht. Deswegen konntest du auch nicht darauf zurückgreifen, wer schon mal sowas gemacht hat. Und da habe ich gedacht, von dem Renommee her, dass wir eigentlich ganz gut, also in Hamburg ein Mann, der weiß scheinbar ziemlich gut in der Theaterszene Bescheid, besonders was Hamburg angeht. Und habe dann die Telefonnummer besorgt, habe ihn angerufen, ob wir uns mal treffen könnten. Und da hat er gesagt, ja, ich bin sowieso oft in Berlin. Nächstes Mal, wenn ich in Berlin bin, trinken wir zusammen eine Tasse Kaffee. Würde mich sehr interessieren. Da habe ich ihm erzählt, dass ich vorhabe, in Hamburg ein Theater zu installieren. Und ich suche jemanden, der das vor Ort leitet. Hat sich das angeguckt und hat so. Und ob er mir dabei helfen könnte oder einen Tipp geben könnte oder so. Man muss unterhalten und nochmal unterhalten. Und haben wir uns dann schließlich verabredet, uns mal wieder zu treffen. Oder er wollte inzwischen nachdenken. Und als wir uns wieder trafen, sagte er als erstes, hören Sie mal, dass ich dieser derjenige sein könnte, auf die Idee sind Sie nicht gekommen. Nein, natürlich nicht, weil Sie sind ja Staatsoperndirektor war er damals, neben Liebermann. Der Liebermann war Intendant oder er Direktor und er konnte ja gar nicht weg. Und außerdem ist es ja ein Abstieg in meiner Wahrnehmung. Und da sagt er aber, ich könnte mir das schon überlegen, denn ich habe keine Lust mehr im Staatsbetrieb. Und das einzige Schwierige ist, dass ich noch ein Jahr bleiben muss, sonst verliere ich meine ganzen Ansprüche. Hat er gesagt, wir müssen uns noch mal unterhalten, wenn Sie daran interessiert sind. Und er wird inzwischen recherchieren, wie man das umgehen kann oder wie man damit zurechtkommt. Und das ist es eigentlich schon. Und dann ist es geworden. Genau, und du hast dich dann um den Spielplan mit ihm zusammen gekümmert. Nein, das habe eigentlich ich alleine gemacht. Das hast du dann gemacht, weil es ja auch natürlich haben wir darüber gesprochen. Genau, weil es ja in Kooperation... Über alles sprechen. Ja. Aber eigentlich habe ich das alleine gemacht, eher mit Wolfgang Spieger. Und man muss ja auch noch mal als kleine Randnotiz kann man ja auch noch mal erwähnen, Wolfgang Spier und du, ihr wart ja sehr eng befreundet. Und Wolfgang Spier hat ja auch sehr viel Größe bewiesen, denn Wolfgang Spier Frau bzw. Ex-Frau ist ja deine Frau geworden und er war ja auch auf eurer Hochzeit, ne? Er war nicht nur auf unserer Hochzeit, er war sogar unser Trauzeuge. Ja, also das ist ja eine... Aber ich war vorher deren Trauzeuge auch. Ach so, du warst bei den Trauzeugen und dann hast du irgendwann Christine schöne Augen gemacht und. Naja, so einfach war das auch nicht, wie alles nicht so einfach. Das glaube ich. Das war auch eine schwere Zeit. Ja, ja, aber ich meine, ihr wart ja euch sehr verbunden, auch freundschaftlich, ne, Wolfgang? Ja, auch danach noch. Genau. Gott sei Dank. Genau. Und darum, also habt ihr ja auch viel zusammen auch gearbeitet. Ich meine, es war ja auch ein wahnsinnig toller Künstler, ne? Also auch auf der Bühne. Das war ja ein super Schauspieler. Ja, vor allem, ich fand ja, dass er in ernsten Rollen mindestens so gut war wie in lustigen Rollen. Weil er auch da immer eine komische Variante drin hatte. Ja. Zum Beispiel in Sonny Boys war er fantastisch, fand ich. Und ich habe ja auch was darauf eingebildet, dass er besonders gut war, wenn ich Regie mit ihm gemacht habe. Fand er übrigens auch. Und gleichwohl oft auch nicht mit einverstanden war mit mir, aber hinterher war es immer. War immer alles manchmal gut. Manchmal hat er sogar gesagt, zweimal das erlebt, dass er nach der Premiere gesagt, ich bin glücklich mit dir. Das ist das schön. Wie kam das denn überhaupt dazu? Also
mit deinem Vater und dass du in die Fußstapfen deines Vaters getreten bist, weil du ja sagtest, du wolltest eigentlich Architekt werden und du bist ja auch Schauspieler und hast ja auch eine klassische Schauspielerausbildung, ja, oder? Ja, ist alles ein bisschen aus Versehen. Also ich wollte Architekt werden oder Autoingenieur oder sowas wollte ich werden. Also irgendeinen technischen Beruf auf alle Fälle. Und mein Kunstlehrer wollte gern, dass ich Maler werde. Und mein Turnlehrer übrigens wollte gern, dass ich Fußballprofi, gab es damals noch nicht, damals gab es nur Lizenzspieler. sonst war ich ein schlechter Schüler. Aber in so kleinen Fächern, die nicht zählen, war ich gut. Ja, und aber das hat gar nicht so viel damit zu tun. Ich wäre aus der Schule rausgeflogen, in der ich war, wenn nicht der Religionslehrer mir das gesteckt hätte, wenn ich nicht ganz schnell was mache. Und damals war das so, wenn man aus der öffentlichen Schule rausflog, kann man nie mehr ein Abitur machen in Deutschland. Also ich musste schnell vorher abgehen, was natürlich gar nicht so einfach war, weil das auch alles sehr pressierte. Bist du abgegangen? Wie alt warst du, als du abgegangen bist? Weiß ich jetzt nicht mehr. Das war so vielleicht anderthalb Jahre vorm Abitur. Und ja, wie alt bist du? 18, ja, so 17, ne? 17, 18. 18. Mhm. So. Und ich bin ja bei meinem Vater aufgewachsen. Deine Eltern waren getrennt? Ja. Mhm. Und wie es sich gehört in Theaterfamilien. Und ja, ich bin sofort, ich bin aufgestanden, als er mir das erzählt hat, was er mir jetzt gar nicht erzählen durfte. Der kam aus einer Lehrerversammlung und hat, Religionslehrer. Das, ja, und hat mir das gesteckt. Dass du fliegst, und ich bin sofort aufgestanden und habe die Schule verlassen. Und bin runter, das war komischerweise hinter dem Schillertheater, die Schillerschule, das war, bin in das damals hieß die U-Bahn-Station noch Knie, wie der Platz auch hieß, Platz am Knie, und hinein und bin zu Gabbes Lehranstalten gefahren. Das hatte ich mich erkundigt inzwischen. Und auch der Religionslehrer hat mir dabei geholfen, weil der hat da auch Abitur gemacht. Und ich bin dahin und hab mich angemeldet. Ich war ja noch nicht volljährig. Also ich muss schon unter 18 gewesen sein. Mhm. Oder war das damals 21? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Und bin zu meinem Vater ins Büro und habe gesagt, Vater, du musst das unterschreiben. Der am Kurfürstendamm saß, ne? Genau. Ja, was? Hat er gesagt, du willst die Schule verlassen? Ja, es geht nicht anders, ich erzähl's dir hinterher. Es musste auch schnell gehen, weil wenn die das rausgekriegt hätten vorher, aber ich musste vorher angemeldet sein. Da. Und dein Vater hat einfach unterschrieben, dann hat er so vertraut und dann einfach unterschrieben. Hat dann unterschrieben, wow. Ja. Und das Tolle, um das abzukürzen, die ganze Geschichte, also ich bin da hingegangen und diese Schule hat nicht Jahrgänge gehabt, sondern Halbjahr, wie eine Uni, also Semester. Mhm. Die erzählte nach Semester und deswegen konnte man aufholen, wenn man fleißig war. Und da sie auch Vormittag und Abendschule hatten, wo derselbe Lehrplan war, da konnte man sich aussuchen, was nicht verstanden hatte. Und mit einmal war ich ein guter Schüler, weil mit einmal ein Interesse dran war, dass man was schafft. Vorher fand ich das alles mal so trocken und lästig. Ja, und mit einem Mal war ich und viele andere auch, die da waren, ganz davon abgesehen, weil das kostete ja was, vorher war es umsonst. Es ist auch ein Grund und ich wollte unbedingt das einholen und habe das auch gemacht. Und ich wäre ja da sitzen geblieben auf alle Fälle, wenn ich nicht rausgeflogen wäre, doch mindestens ein Jahr. Eine Ehrenrunde. Und ich habe ein halbes Jahr früher als meine Klassenkameraden von damals das Abitur gemacht. Dann kam ich mit dem Abiturzeugnis
die Treppe rauf, voller Triumph, in die Klasse, wo noch viele dieselben waren, und habe das gezeigt, wie Errol Flynn in Herr der Sieben Meere. Und von da aus, was hast du dann gemacht? Bist du dann direkt... Von da, das ist nicht da alles nicht, das war ja alles. Mit einem Mal war ja das mein Leben nicht mehr gemütlich, sondern ich war plötzlich ehrgeizig geworden, was ich vorher nie hatte. Ich wollte da aufhören und habe auch dann was gemacht. Da war eine Schauspiellehrerin, die kam öfter zu uns zu Besuch zum Mittagessen, die meiner Stiefmutter Unterricht gegeben hatte. Und die war sehr bekannt in Berlin und hatte sehr viel Stars. Die fast alle großen Schauspieler, die in Berlin lebten, waren bei der mal im Unterricht oder immer noch. Oder wie sie nannten das, ließen sich überholen oder machten mit der, wenn sie ganz schwere Rollen hatten. Erarbeiteten sie die Rollen, ne? Die Rollen. Und die sagte zu mir, schade, dass ich kein Schauspieler war eines Mittags. Da habe ich gesagt, ja, aber ich mache ganz was anderes. Ich bin froh, dass ich nichts mit Theater zu tun habe. Und aber das, wie diese Frauen, so was Ähnliches wie Evelyn Hake, die so wie Choreografen oder auch Künstler, unheimlich ehrgeizig, die hat nicht locker gelassen. Die hatte sich das so vorgenommen und... Dass sie dir Schauspielunterricht gibt. Ja, und dass sie sagt, und es wäre auch, ich habe furchtbar Berliner, das wäre auch für mein Leben gut, wenn ich mal gut sprechen würde. Ich habe lange wegen meinem Dialekt gesagt, wenn ich darauf angesprochen wurde. Ich habe ja immer so einen kleinen Hamburger, ich weiß nicht, ob ich den noch habe, kann ich nicht beurteilen. Und da habe ich immer gesagt, naja, diese Sprachlehrerin, die ich hatte, das Berlinische hat sie weggekriegt, das andere wusste sie nicht, was das ist. Und sie gibt mir umsonst Unterricht. Und naja, also nicht gerne, aber ich bin dann da immer hingetrottet, außer der Schule, immer nach der Schule, wo ich ja auch abends auch noch hinging, also ich war ein Volljob. Und habe mit einmal neben der Schule schon Schauspielunterricht gehabt. Du war ja immer noch nicht, sollte ja immer noch kein Schauspieler werden. Aber dafür hat sie natürlich auch gesorgt. Dass du Schauspieler wirst. Ja, weil es war immer natürlich so, ja, du kannst doch mal versuchen, du kannst mal vorsprechen, machst du erstmal eine Prüfung. Und dann machst du noch die Abschlussprüfung und dann hat sie arrangiert und dann hat sie das schon arrangiert, da habe ich bei 5 Staatstheatern vorgesprochen. Aber da hatte ich schon das Abitur, das war kurz nach dem Abitur. Aber die Vorbereitungen liefen zur gleichen Zeit, weil das hat sich danach gemacht. Kaum hatte ich das Abitur, habe ich mich in so einem kleinen Lloyd gekriegt zum Abitur von meinem Vater. Es war eigentlich ein schreckliches Auto, aber ich fand den ganz toll. 2-Zylinder, 4-Takter. Vorher war das ein 2-Takter. Und... ja, bin damit, wo war ich? Düsseldorf, Krefeld, Wuppertal, 5 Städte waren das. Und das überall vorgesprochen? Ja, war damals renommierte Prüfung. Schauspielhäuser, ja, als Anfänger. Und der renommierteste war Düsseldorf Strux. Den habe ich dann, mit einmal konnte ich es mir aussuchen und habe es auch gemacht. Also war ich mit einmal Schauspieler. Was ich gar nicht wollte. Und warum hast du nicht bei deinem Vater gespielt, auf der Bühne gestanden, am Anfang? Weil hat ich... Hat es ihn ergeben, oder? Ich wollte das, was ich jetzt studiert hatte, jugendliche Helden und Klassiker. Ich habe auch in meiner kurzen Schauspielerlaufbahn eigentlich nur ernste Rollen und Klassiker gespielt. Und dein Vater hatte am Kurfürstendamm, das war immer schon, also es war ja Theater und Komödie am Kurfürstendamm, waren ja 2 Theater. Ja. Hat er im Theater am Kurfürstendamm nicht auch Klassiker gespielt oder wo ja, lief da immer mal, wunderbar? Aber es war eine für sich, hat er nicht nur Komödien, aber Theaterstücke gemacht, wo man glaubt, dass das finanziell Publikum interessant reingern, ist. Ja.
Okay, und du hast gesagt, nein, auch natürlich, du möchtest... Es geht manchmal schief, wie das so ist. Ja. Und außerdem, wie das immer ist, wenn man jung ist, ich wollte auch lieber was Ernstes spielen, besonders in Deutschland war ja immer Ernst ist Kunst und das andere nicht. Aber wie kam es denn dann dazu, dass du die Komödie am Kurfürstendamm bzw. das Theater am Kurfürstendamm übernommen hast von deinem Vater? Wie kam es da dann das plötzlich? Das ist auch wieder eine ganz andere Sache, weil mein Leben merkst du ja schon, dass es ziemlich hin und her ging und alles ziemlich spontan war. Ich war, wie gesagt, 6 Jahre in Düsseldorf und ein halbes Jahr davon in Karlsruhe. Oder ein bisschen mehr vielleicht, aber da habe ich das ist nur als Gast für 2 Rollen. Und das kam auch so, dass ich war ja fest engagiert bei Strux. Und solche Intendanten, besonders weil der mochte mich gern, ich habe da auch unheimlich viel gespielt. Aber zum Beispiel wollte gern den Prinz von Homburg spielen. Den war ich auch dafür, wie alle meinten, zu jung, sah auch noch jünger aus, als ich war, dummerweise. Und außerdem hatte Martin Benrath, der ein großer Star war und bei uns im Ensemble war, den Prinz von Homburg gerade gespielt. Wie ich fand, nicht sehr gut, aber es war nun mal so. Und der hat natürlich auch einen Namen und so weiter. Und auch war ein netter Kerl, muss ich sagen. Und also das kam gar nicht in Frage. Und mit einmal rief mich ein Agent an, der so, damals gab es so Agenten, ich glaube, weiß nicht, ob es das heute noch gibt, die so rumfuhren und sich Schauspieler angeguckt haben und die vermittelt haben. So wie es heute, glaube ich, beim Sport oft ist. Und der rief mich an, den kannte ich gar nicht, weißt du, dass das mal Meier hieß, und sagte, ich habe Sie jetzt ein paar Mal auf der Bühne gesehen, Sie müssen da mal weg. Sie spielen ja immer das Gleiche, immer diese Liebhaber und immer das und so. Und so kriegen Sie keine Entwicklung und Sie kriegen keine Karriere. Ich würde mich gern für Sie einsetzen und würde Ihnen gern was besorgen. Und da, ich bin ja fest hier, ich kann ja gar nicht. Naja, dann werden wir sehen. Ich würde zum Beispiel, Karlsruhe war das, die suchen einen Prinz von Homburg. Das ist ja meine Traumrolle. Ja, ich biete sie da mal an einfach und dann werden wir weitersehen. Dann werden wir mit Strux sprechen. Das soll ja nur eine Gastrolle sein. Dann müssen sie, die spielen vielleicht 3-mal im Monat das Stück. Dann muss Strux eben diese Tage, natürlich die Proben auch, sie immer rauslassen. Aber der hat gleich gesagt, bist du wahnsinnig, ich brauche dich hier und ich komme überhaupt nicht in Frage und so. Also war nix. Und ich war nun aber davon so angetan und begeistert, dass ich dann ein paar Mal noch den Strux auf die Nerven gegangen bin. Und ich habe den ja auch, ich war fast in allen seinen Inszenierungen drin. Ich wurde auch immer umbesetzt, weil ich habe immer die Premieren gespielt, dann musste jemand anders da spielen. Weil er hatte immer so Lieblinge, dazu gehörte ich. Aber natürlich nicht für die wirklich großen Rollen, die ich spielen würde. Ich musste mal die anderen spielen. Ich habe zwar auch gute Rollen gespielt, aber eben... Ach so, naja. Und ich habe eines Tages habe ich ihm gesagt, was, Chef, was machen Sie denn, wenn ich einfach wegfahre? Das kannst du nicht. Ich würde dann dafür sorgen, dass du nie wieder an einem Staatstheater in Deutschland spielen kannst. Habe ich gesagt, das ist ja nicht sehr nett, aber ich möchte diese Rolle unbedingt spielen. Aber wir haben uns nicht geeinigt und so weiter. Und eines Tages habe ich einen Brief geschrieben. Ich habe mich auf die Eisenbahn gesetzt, war nur theoretisch, und bin weggefahren. Na, da war gab es ein Donnerwetter. Aber ich habe inzwischen da zugesagt. Herr Meier hat auch für mich zugesagt, hat unterschrieben. Hatte 2 Verträge. Ich glaube, wieder einmal. Ja, und dann kam das große Ding. Spielzeit beginnt, ich wurde vorgestellt.
vor der Presse in Karlsruhe. Und was ich dann noch sagen wollte, wir finden keinen großen Kurfürsten und wir können den Prinz von Homburg gar nicht machen. Dafür spielen sie Don Carlos. Weil Don Carlos, das kann ich vielleicht auch in Düsseldorf spielen, um nicht nach Karlsruhe zu gehen. Aber es war nun schon, also das ganze Ding ist beim Brunnen gefallen und so weiter. Also du hast nie den Prinz von Homburg gespielt? Nee, aber ich habe immer noch den Vertrag. Du könntest ja mit dem Vertrag mal nach Karlsruhe gehen. Weil der Vertrag wurde immer wieder verlängert als Gast, aber in einem halben Jahr werden wir sicher einen haben. Und 3 Jahre wurde das immer verlängert. Aber inzwischen konnte ich gar nicht mehr. Aber den hast du immer noch, den Vertrag? Ja, ich weiß noch nicht, wo ich ihn habe. Wahrscheinlich in deiner braunen Aktentasche. Ja. Also das ist nie dazu gekommen. Stattdessen habe ich zu dem Zeitpunkt Don Carlos gespielt. Und für den nächsten Ausweichtermin, Prinz von Homburg, nach einem halben Jahr, wo es wieder nicht geklappt hat, habe ich Clavigo gespielt. Und dritter Ausweichtermin, den habe ich dann gar nicht mehr in Karlsruhe gespielt, weil inzwischen mich das Schillertheater engagiert hatte. Das war für mich noch wichtiger. Und dann warst du in Berlin. Dann warst du schon wieder in Berlin, ne? Zurück. Ja, und dann ich habe furchtbar gezittert, weil eigentlich, es war ja ein Unding. Und der Sohn eines Theaterdirektors bricht dauernd Verträge oder dauernd Doppelverträge. Es war ja ganz furchtbar. Aber es ist alles gut gegangen irgendwie. Ja, allerdings im Schillertheater auch, da habe ich erst Gastrolle gehabt und dann ein 3-Jahres-Fest. Mhm. Und ich auch mit dem Intendanten auch Krach gekriegt. Und deswegen ist das andere, was du gefragt hast. Mhm. Ich war dann so enttäuscht über mich auch, dass ich, was ich ja heute gar nicht mehr so bin. Manchmal sage ich zu wörtlich genommen, dass in dem, damals gab es ja Fachbezeichnungen. Ich war jugendlicher Held. Und das habe ich wohl zu ernst genommen. Ich denke, man muss immer kämpfen. Gegen. Und dann bist du zu deinem Vater. Ja, nicht so ganz, sondern weil ich habe mich dann verkracht mit Barlock und habe ihm angedroht, ich nehme den Vertrag nicht an, bin auf die erste Probe für ein anderes Stück, was er mir geschickt hat, nicht hingegangen, habe gesagt, ich habe noch gar nicht unterschrieben. Ich gehe okay, jetzt. Also da müssen wir uns erstmal klären und da war natürlich der Krach immer größer. Mhm. Und es war auch keine gute Rolle für mich gewesen, glaube ich jedenfalls. Und naja, dann habe ich was ganz Blödes gemacht, weil er wollte dann auch noch, dass ich was übernehme für Michael Heldau, der da ein ganz furchtbares Stück spielt und auch furchtbar schlecht war. Und da habe ich gesagt, weil ich war ja ein Kind fast noch. Um zu zeigen meinen guten Willen nach dem ganzen Schlamassel, habe ich gesagt, na gut, ich mache das für Michael Heldau, aber nur, wenn er wirklich nicht kann. Nicht, dass er jetzt sagt, ich will die Rolle nicht spielen und deswegen soll der mal das spielen. Nein, ich mache es nur dann, wenn er nicht kann. Und ich dachte, damit würde ich den Intendanten sehr treffen. Und ich spiele ohne Gage. Ich dachte, das wäre eine große Strafe, aber kein Mensch hat das als Strafe empfunden, nur ich, glaube ich. Ja, so war das. Und dann habe ich Fernsehen gemacht. Und ja, du warst auch in irgendeiner Serie, so einer 20-teiligen Serie, ja, das ne? Ist furchtbar, ja. Furchtbar. Der Pauker mit Georg Tomalla in der Hauptrolle. Ja. Der Pauker, das stimmt. Das waren, glaube ich, 40 Folgen oder was. Aber ich habe eine ganz tolle, auch ein Klassiker wieder, Molière, der Geizige, die erste Farbproduktion im deutschen Fernsehen in München in den Bavaria-Studios gedreht. Das war eine schöne Sache. Aber und dann bist du zu deinem Vater?
Dann bin ich aber durch meinen Vater, ich bin eigentlich nicht zu meinem Vater so einfach, sondern dein Vater? Inzwischen war Martin zur Welt gekommen auch. Ach, deswegen okay. Haben wir mit einmal auch eine Wohnung in Berlin. Mhm. Und deswegen war natürlich sowieso die Sehnsucht nach Berlin groß. Während vorher war ich ja schon schön frei, konnte machen, was ich wollte. Und verheiratet war ich schon, das hatten wir in Düsseldorf schon gemacht. Und ich bin ja nochmal nach Düsseldorf zurück. Ah, okay. Nach Karlsruhe, weil mit einmal, war auch was ganz Tolles von Strux, der ja hoch und heilig versprochen hat, er wird dafür sorgen, dass ich keine Rolle mehr an einem Staat zu haben. Mit einmal ruft er mich an eines Tages. Ich hatte ja unheimlich viel Zeit, weil der Carlos wurde gespielt in Karlsruhe im Opernhaus. Und zwar immer, wenn das Orchester frei hatte. Man musste die was mit dem Haus machen. Damals hat man ja nicht einfach zugemacht wie heute, sondern musste was möglichst ein großes Schau spielen. Dazu halten sie das haben. Und das war vielleicht ein, zweimal im Monat. Und die anderen Tage, ja. Aber wovon hast du denn gelebt? Mein Vater hat gesagt, so eine Gage könnte ich nicht bezahlen. Ich habe eine Monatsgage gehabt. Oh. Und brauchte nur so ein ganz selten spielen. Ja, auch gut. Ja. Achso, und da hattest du also viel Zeit und dann wurdest du aus Düsseldorf wieder angerufen. Ja, und dann saß ich in Berlin eines Tages und mit einmal klingelte das Telefon. Das ist ja öfter, aber dieses Mal klingelte es ganz besonders. Und da war die Chefsekretärin von Herrn Strux dran. Ich dachte zuerst, einer macht mit mir einen Scherz und sagt, ja, ja. Struxi möchte ich sprechen. Struxi? Ja. Die hat den Struxi genannt? Ja, okay. Wenn Sie erfahren möchten, was Struxi am Telefon gesagt hat, wann Jürgen dann endlich im Familienunternehmen eingestiegen ist und was danach noch alles geschah, so schalten Sie zur nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt Vorhang zu, Ohren auf. Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Duhr.